Seht nur, der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch zehnmal teuflischer, als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Das ist doch ein Mädchen. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ah. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Sonst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei. Von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeige ich ihn dir. Ich will. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Mhm. Genau die Art, die ich gern berabe. Sein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. Na gut, dann versuchen wir mal, den Verwalter zu finden. Mr. Backford weiß, dass unsere Preise angemessen sind. Und auch die Qualität ist solide. Ei, herzhafte Melasse und Rohrzucker, das ist bekannt. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Ich sag mal nichts, weil ich soll den ja verfolgen. Schön dran vorbei. What? Do I know you? Ich habe nichts gemacht. Wie weit soll ich den denn verfolgen? Ja, ja, du bist verwirrt, Mann. Du bist verwirrt. Beaufort, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Alt, Sir, wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Das ist gewiss kein freundlicher Hafen. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Reinen Mut und ankerlichen Wurf. Na, ihr seid ja witzig. Der ist nicht so schnell, der alte Mann. Jetzt bleibe ich bestimmt wieder irgendwo hängen. Captain steuert selbst. Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet, Andy. Ich habe einen von Backfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagen. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Es tut mir übrigens leid, dass ich den einen da schiffbrüchig werden lasse, aber der ist ja in der Nähe. Sperrgebiet. Sperrgebiete sind Gebiete, in denen sie sich nicht aufhalten sollen. Schiffe werden sie sofort entdecken und angreifen, sobald sie in ihr Blickfeld kommen. Die Blickfelder von Schiffen sind auf ihrer Minikarte sichtbar. Weichen sie ihnen aus, um Konflikte zu vermeiden. Sperrgebiete werden auf der Minikarte in Rot dargestellt. Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht! Natürlich! Alter, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie.
Also ich habe jetzt wirklich keine Zeit für Schiffbrüchige, tut mir leid. Muss ja andere geben, die das machen können. Komm, schnell, schnell, schnell aus dem Sichtbereich raus. Der ist hinter uns her. Wir sind sicher, Captain. Sicher ist mal eins, wir sind nicht sicher. Kann ich da dran vorbei oder nicht? Was denn? Ich kann nicht schneller, es tut mir leid. Der Mann arbeitet für Peter Beckfords Leute. Kennst du sie? Die Beckfords und ihr Zuckerimperium? Hi. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchen. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Hi. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Es ist riskant, zu nah zu atmen. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Mhm. Natürlich. Ich muss wieder alles alleine machen. Ja. Es bleibt wieder mal an mir kleben. Zwei Alarmglocken sabotieren. Hervorragend. Was können wir denn hier machen? Was ist denn? Hast du Angst oder was? Ist zu hoch, ne? Hier ist auf jeden Fall... Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt habe ich auch noch Zeitdruck oder was? Warum? Ich habe so das Gefühl, ich habe wieder Scheiße gebaut. Kann das sein? Entschuldigung. Ich wüsste jetzt nicht, warum muss ich genau jetzt an diesem Zielort sein? Was soll denn das wieder? Ich will doch einfach nur diese Plantage in Ruhe. Nein, jetzt muss ich hier auch noch so ein Jump and Run rausmachen. Da ist eine Kiste. Warum muss ich eigentlich an allen Gelegenheiten vorbeirennen? Muss das sein? Ja, belauschen. Klar. Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt nochmal nach allem Verdächtigen Ausschau. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann, du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir, ich halte meine Augen offen. Natürlich.
Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Wo muss ich denn hin? Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Du reg dich doch nicht auf. Gently. The Master won't take kindly to broken goods. What was that, Jones? Take to the task in hand. Gently. The Master won't take kindly to broken goods. So, der ist auf jeden Fall nicht der Schlüsselmeister. Darf ich den denn jetzt umbringen oder nicht? Besser nicht. You, stop. Kommt er? Konzentrieren uns. War das? Was stehst du denn da jetzt so blöd rum, du Pfeife? Here's a perfect place to hide. Und wir wissen ja, weg mit dem Körper. Sabotage. Den Bimmel benutzt keiner. Gut, da wüsste ich jetzt noch nicht dran zu kommen. Deswegen. Nehmen wir Kollege Schnürschuh. Nehmen wir mal auf. So, der müsste jetzt weg sein. Da ist der Schlüsselmeister. Ja, guck mal. Wissen wir schon mal, wer es ist. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da dran? Ich dachte gerade, ich kann hier eine fette Schildkröte töten, aber...
Und der wundert sich überhaupt nicht, ne? Dass der Knollo tot ist. Oh, wenn ich jetzt Giftpfeile hätte, das wäre cool. Was kann ich denn mal gegen den da oben machen? Nicht viel, ne? Verdammt. You can curse me later. Now you work. What is that, Jones? Na gut, dich müsste ich ja kriegen. Geh doch mal weg. Geh weg. Ja, seid doch mal ruhig. Warum kann ich denn die Leiche jetzt nicht aufheben? Scheiße. Warum konnte ich jetzt die Leiche nicht aufheben? Ich wollte auch nur den Toten da reinschmeißen. Das ist natürlich dann immer so eine Sache, ne? Komm. Richtig ab, Borrow. Ne? Du musst unbedingt als einer der Nächsten sterben. Kann ich da einfach so hochklettern? Nö, ne? Habt ihr gemerkt, er wollte mich verarschen, der Typ. Was denn? Reg dich doch nicht auf. Alles gut. Das sind doch eure Ausnutzer. Deswegen seid doch froh, wenn sie tot sind. Sehr gut. Auch wieder. Warum kann ich jetzt diesen Körper nicht mehr nehmen? Das sind Dinge, die ich nicht so ganz verstehe. Hallo? Ja.